Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 23. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1047. Heute mit den folgenden Themen: Clubhouse, U, «N-Pass», DNS und Wear OS in der Version 3.0. Clubhouse, mögt ihr euch noch erinnern, was das war? So eine App, wo man quatschen konnte. Kann man immer noch und jetzt dürfen es endlich alle. Nachdem am Anfang nur iOS-Menschen drauf durften und viele enttäuscht waren, irgendwann gab es dann die schleichende Öffnung für Android, aber nach wie vor über die Einladungsmaschinerie. Das hat sich dann nicht so wirklich befürwortet. Äh, ja, Mittlerweile ist es so, es kann jeder, jeden, so oft er will, einladen. Yippie! Liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass viele andere Dienste Facebook und Twitter und 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 ähnliche Angebote haben und Clubhouse endgültig die Mitarbeiter, was heißt ihr Mitarbeiter, die äh, Leser, nee, Konsumenten, mein Gott, <laughs> davonlaufen. Könnte einer der Gründe sein. Oder sie haben es endlich geschafft, größer zu skalieren. Dann gibt es Neuigkeiten zu der Schweizer Fintech-App You, die kann jetzt SEPA. Konnte sie schon vom Start an, aber nun mit Euronen. Jetzt neu funktioniert das Ganze auch mit Schweizer Franken, Euro, US-Dollar, British Pfund, japanischen irgendwas und vielen anderen Währungen. Praktisch, wenn man sowas nutzen möchte. Und es gibt Push-Notifications, und zwar, wenn irgendwas getradet wird und oder, wenn ihr Geld ausgebt oder Geld bekommt. Weiter geht's mit dem Passwortmanager und falls übrigens diese U-App jemand ausprobieren möchte, in den Shownotes auf daily.gitom.ch oder im Podcatcher Eures Vertrauens ist der Newsartikel dazu verlinkt und da habe ich auch so einen kleinen Freundschaftscode. Dürft ihr gerne nutzen, gibt für euch wie auch für mich 500 Swisscoin. Das ist die eigene Kryptowährung, über die die ganzen Belohnungen ausgestreut werden. Weiter geht's mit dem Passwortmanager NPass. Die haben eine neue Funktion bekommen, die sehr, sehr praktisch ist. Wenn man über einen Passwortmanager Passwörter verwaltet und die dann über die Cloud synchronisiert, hat das immer so einen Fadenbeigeschmack. Natürlich, das Vault, also die, äh, der Tresor, den man eben über den Cloud shert, die ist verschlüsselt und da kommt nicht so schnell jemand ran, aber es kann ja trotzdem mal irgendwo was sein, was man nicht möchte. Und deshalb gibt es in der neuesten Version, ist aktuell erst in der Beta soweit, 6.7 eine Möglichkeit, um über WLAN die ganzen Clients, auf denen N Pass drauf ist, zu synchronisieren. Etwas, was früher auf OnePassword auch ging und was ich sehr, sehr gern genutzt habe, was ich mir da eigentlich auch wieder zurück wünschen würde. Gestern Nacht gab es ein bisschen ein Internetproblem. Das halbe Internet quasi war gar nicht oder sehr schlecht erreichbar. Weshalb war das? Es gab ein DNS-Problem, also ein Domain Network Service. Die Auflösung von der IP in eine URL, also wie zum Beispiel daily.gigtalk.ch, das hat ja eine ähm, IP-Adresse dahinter, worüber das angesprochen wird und die Auflösung hat nicht funktioniert wegen einem CDN-Ausfall von Akai. Das Ganze hat sich vor allem auf Spieledienste ausgewirkt. Spielenetzwerke wie Steam und andere Geschichten waren über knapp eine Stunde nicht erreichbar. Akamai hat gemeint, dass das Ganze wieder behoben ist und somit ist das Internet auch wieder besser erreichbar. Also zumindest die Diensten im Internet. Ja, wir haben es in diesem Frühling schon mal erwähnt mit der Launch von Wear OS, also dem neuen Wear, was ja nur noch, glaube ich, Wear heißt, das ähm, Betriebssystem für smarte ähm, Uhren aus dem Hause Google, dass da eventuell die älteren Geräte kein Update bekommen. Und jetzt ist es klar, die einzigen, die ein Update bekommen werden, sind ein paar aus also von Mobovi. Mo der einzige Grund, weshalb die das bekommen, ist, weil die aktuellere äh, Prozessoren drin haben als so die meisten anderen, die einen uralten Snapdragon-Prozessor mit drin haben. Qualcomm. Ähm, ja, sehr, sehr schade. Für all diejenigen, die gerade eine neue Smartwatch kaufen wollten und die nicht auf die Huawei hört, ähm, die äh, sollten sich vielleicht das noch überlegen, bisschen Herbst rein. Oder kauft euch direkt eine Apple Watch. Das könnte auch schlauer sein. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt noch einen guten und erfolgreichen Freitag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pokipsi. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!